ProbierTV mal wieder unterwegs und ihr wisst ja, ich bin immer auf der Suche nach verrückten neuen Sachen und ich glaube, viel verrückter als heute war es das ganze vergangene Jahr nicht. Ich bin bei der Brauküche 35, bei mir der Jörg und Jörg, ihr habt ein Mangalitza-Schweinbier gemacht. Klingt ziemlich abgedreht, aber ist es wie kriegt man ein Mangalitza-Schwein ins Bier? Also erstens muss ich mal sagen, das Bier ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Mangalitza-Züchtern, mit der Familie Wiesnern, Arche de Wies Getale aus Göllersdorf. Okay. Und die Idee, das Mangalitza-Bier zu machen, stammt eigentlich aus ihrer Feder, wenn man so mag. Die waren auf der Suche nach einer Brauerei, die so krank ist, um das Mangalitza-Schwein in Bierform umzuwandeln. Sind dann auf uns zugekommen und wollten ein Mangalitza-Bier machen. Und wir haben dann im Kleinmaßstab, im 20-Liter-Maßstab, zig Versuche gestartet, um zu schauen, wie man das Mangalitza-Schwein wirklich in ein Bier reinbringt. Mangalitza wissen vielleicht viele, das ist ein Fettschwein. Was Fett mit Bierschaum anrichtet, wissen auch Ich wollte gerade sagen, also Fett ist so ziemlich das Letzte, was du im Bier haben willst, allein schon wegen dem Schaum, ja? Genau. Und da haben wir das Mangalitza Milk Stout ins Leben gerufen. Milk Stout, klassischer Bierstil, mit Milchzucker verschnitten. Und wir haben jetzt da geräucherte Mangalitza-Schweineköpfe. Schweineköpfe. Klingt komisch, ist aber so. Es waren ungefähr 11 bis 12 Kilo, 400 Liter. Während dem Hopfenkochen mitgekocht und dann das Hopfenkochen ungefähr eine Stunde weiter geführt. Eben, dass wir wirklich das Ganze steril haben, so steril wie möglich. Und vom Bierbrauprozess muss man sagen, ist das wirklich das aufwendigste Bier, was wir gemacht haben. Eben, Fett ist zwar leichter jetzt wie die Würze, schwimmt oben auf. Wir haben das zigmal abgeschöpft, wir haben das von einem Tank in den nächsten ungefähr 3-4 Mal umgepumpt, dass man wirklich sieht, dass das Bier schäumt und dass keine Fetten drinnen ist. Also wenn ich es mir jetzt anschauen würde, es ist tiefschwarz, also wie ein Stout gehört, es hat Schaum oben drauf und ihr zapft das Ganze mit Stickstoff, richtig? Wir zapfen das hier mit Stickstoff, ja. Es hat wir haben die Biere auch in der Flasche zum Kaufen, was natürlich normal mit CO2 karbonisiert ist. Der Vorteil am Stickstoff ist einfach, dass man es wirklich, dass der Schaum noch stabiler ist, dass man das Bier richtig schichten kann und das hat ein besseres Mundgefühl und ein bisschen einen Show-Effekt auch klarerweise. Ich wollte jetzt gerade fragen, wie viel Alkohol das Ganze hat, aber ich schaue jetzt hier gerade drauf, das versauteste Bier der Welt, nicht vegetarisch, nicht vegan, nicht glutenfrei, nicht laktosefrei, nicht spaßfrei und auch nicht alkoholfrei. Es hat nämlich 6%. 6%, das ist aber eigentlich ganz anständig. Und eine kleine Hommage an Andy Warhol ist da. Stimmt, drauf, ja. Also das Mangalitza-Schwein, das ist aber nicht der Kopf, der drin ist, oder? Nicht der Kopf, aber wahrscheinlich von den Großeltern, okay. Sag ich mal. So, wenn man jetzt aber die Nase reinhält, dann ist es alles andere als ein Milkstout. Das hat nämlich eine richtig kräftige Rauchnote. Genau. Aber es ist, glaube ich, kein Rauchmalz drin. Es ist mit 0% Rauchmalz gebraut. Also das Raucharoma kommt wirklich rein von den geräucherten Köpfen. Also von der Rauchigkeit her, hätte ich gesagt, muss es sich von einem Schlenkerler überhaupt nicht verstecken. Hat auch diese, ja, Speck, Schinken, Schweinsaromen. Ja. Das Fleisch, also diese Schweineköpfe, die waren gesalzen, dass sie generell länger haltbar wären. Dadurch hat das eine leichte Säure und ist leicht salzig und das buffern wir noch mit der Milchzucker ein bisschen ab. Und genau das ist nämlich das jetzt, ich habe es im ersten Schluck gemacht, das ist jetzt so spannend. Es ist nicht so, wie man es jetzt erwarten würde. Es hat eine schöne Milkstout-Note. Der Milchzucker ist relativ weit im Vordergrund und federt wahrscheinlich wirklich das, was du gesagt hast. Diese ganzen Schweinenoten federt da jetzt weg. Also es ist sicher ein Bier, muss ich ganz ehrlich sagen, was wahrscheinlich fürchterlich polarisiert. Polarisiert extrem, aber wir haben jetzt da über 300 Liter gebraut und wir haben jetzt noch 2 Kisten im Lager. Also es ist mehr oder weniger ausverkauft, kann man sagen. Aber was ihr wieder macht? Werden wir sehen, je nachdem wie die Nachfrage ist. Jetzt haben wir es einmal probiert, um zu schauen, wie es ankommt. Es ist unheimlich weich auch. Also wow. Mangalitza-Schweine, sind das nicht diese Fellschweine auch? Genau. Ja. Also das Fell vom Schwein habt ihr irgendwie auch noch mit reingebracht. Das ist smooth, sanft, samtig. Ja. Und das Witzige ist bei diesem Gemeinschaftsprojekt mit der Familie Wiesnheim, das ist wirklich der Schweinezyklus, der wird ja öfters gedreht. Also unsere Biere sind ausschließlich mit Biomalz vergoren, also gebraut. Ja. Und die Drehwaren werden auch als Tierfutter für die Mangalitza-Schweine gegeben. Die Köpfe kann man auch in das Bier in dem Fall. Das Schwein kann sich schon mal dran gewöhnen sozusagen. Kann sich schon dran gewöhnen. Und aus dem ausgekochten Köpfen haben wir noch einen Verhockerts gemacht. Aber das war dann schon ein bisschen Hopfenbieter und das war dann schon etwas. Das war dann sogar mir zu schräg. So, also, der Jörg hat es gesagt, wenn ihr das Mangalitza-Schweinbier probieren wollt, dann haltet nach Andy Warhols Schweineköpfen Ausschau. Und ich werde jetzt mit dem Jörg zusammen das Bier trinken. Danke. Und
freue mich, wenn das Bier wieder in den Handel kommt, also wenn ihr den zweiten Sud macht, ja. Weil ich glaube, von den paar Kisten, da wird nicht mehr lang viel was über sein. Ne? Ja, wo ist es zu haben, wenn man sich dafür interessiert, bei euch in der Brauerei? Ich glaube, in Schallendorf sowieso. Ich glaube, der Malefiz zum Beispiel am Meidlinger Markt hat noch Restbestände, Bierkreisel eventuell noch. Okay. Aber je nachdem, ich bin mir nicht sicher, wie viele es jetzt noch haben, weil dadurch, dass es polarisiert und es gibt zum Glück genug Bierfreaks, ist es auch relativ schnell vergriffen jetzt gewesen. Na, kann schnell sein. Prost! Ja. Zum Wohl!